Jaschka Fischer, ein Musterbeispiel angewandter Methode der Unterwanderung. Jaschka Fischer wurde 1968 Teil der marxistischen 68er-Bewegung. Als Anführer einer militanten Gruppierung lieferte er sich blutige Kämpfe mit der Frankfurter Polizei. Fischer beschäftigte sich mit den Theorien der Frankfurter Schule und jenen von Marx bis Mao. Aufgrund von Desinteresse der Bevölkerung an den Ideen der 68er-Bewegung begab man sich in aufsteigende Parteien wie SPD und Grüne. So trat auch Fischer 1982 den Grünen bei, bis zum Start seiner steilen politischen Karriere, mit der er es über den Bundestag und als hessischer Umweltminister schließlich 1998 zum Außenminister brachte, besuchte er nur eine einzige Parteiversammlung der Grünen. Dies zeigt, dass er die Grünen lediglich als Karrieresprungbrett nutzte. Fischer stellt ein Beispiel für die angewandte Methode der Unterwanderung dar. Wie sonst hätte er als grüner Außenminister, der ursprünglich in der Friedensbewegung verankert war, die deutsche Beteiligung am völkerrechtlich umstrittenen Kosovo-Krieg 1999 aufs Massivste unterstützen können. Anschließend zeigen wir noch ein vergleichbares Beispiel aus der Natur zu solcherlei Methoden der Unterwanderung. Methoden wie die der Unterwanderung arbeiten auf Ziele hin, die auf legalem Weg nicht zu erreichen sind. Diese können mit einem Kuckuck verglichen werden, der seine Eier in fremde Nester einschleust. Dazu passt er Größe, Farbe und Musterung seiner Eier in etwa den Eiern des Vogels an, dem er sein Ei unterjubelt. Kurz nach dem Schlupf wirft der junge Kuckuck die anderen Eier und Küken aus dem Nest und wächst sich aus. Die gutmeinenden, arglosen Zieheltern tun ihr Bestes, um den Kuckuck großzukriegen. Allerdings gibt es eine Vogelart, die sich nicht austricksen lässt. Es sind die Spatzen. Diese erkennen, dass etwas nicht stimmt und ziehen das Kuckucksküken nicht groß. Unterwanderung zu erkennen, ob in Politik, Wirtschaft, Kunst oder Moral, ist der erste Schritt dahin, dass diese sich nicht auswachsen kann. Nach der russischen Oktoberrevolution 1917 versuchten die Kräfte hinter ihrem Anführer Lenin, den Kommunismus weltweit zu verbreiten. In Deutschland scheiterten Versuche, eine offene Revolution loszutreten, am mangelnden Interesse der Bevölkerung. Weil in Deutschland eine Machtergreifung der Kommunisten mittels Revolution wie 1917 in Russland nicht möglich war, musste eine andere Strategie zum Zuge kommen. In seinem Buch »Rot-grüne Lebenslügen« beschrieb Thorsten Mann, wie die Kommunisten in Deutschland den Weg der Langzeitunterwanderung gingen. Umgesetzt wurde diese durch die 68er-Bewegung, die Schlüsselpositionen im Staat besetzte. Mann prägte seit den 50er Jahren gezielt Studenten mit den Lehren der marxistischen Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule wurde 1923 als Institut für Marxismus gegründet und später umbenannt in Institut für Sozialforschung. Das Leitmotiv hieß »Kritisieren bis zur Zersetzung«. Das meint die Ablehnung und Zersetzung jeder bestehenden Ordnung. Ziel war, die traditionelle Familie aufzulösen und zu ersetzen durch andere Lebensgemeinschaften, Feminismus, schrankenlosen Sex und antiautoritäre Erziehung. Der Kampf galt der bürgerlichen Moral, den christlichen Werten und jeglicher Autorität. Durch die Propaganda der Frankfurter Schule entstand eine rebellierende Studentenbewegung, die 68er-Bewegung, die sich auf die etablierten Parteien verteilte, ohne ihre marxistische Gesinnung offen zur Schau zu tragen. Die 68er vollzogen demnach den von Wortführer Rudi Dutschke geforderten langen Marsch durch die Institutionen, das heißt, anstelle einer schnellen Revolution besetzten sie in vielen Schritten über lange Zeit hinweg die Schlüsselpositionen im Staat, vor allem im Bildungswesen, in der Justiz und in den Medien. So begann man von innen her schrittweise das umzusetzen, was auf revolutionärem Weg nicht gelang. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten?
bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.